Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan, Vatican News, Vatican Media. Aus der Kathedrale von Quebec in Kanada übertragen wir live das abendliche Stundengebet mit Papst Franziskus, das Gebet der Vesper. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Stefan von Kempis von Radio Vatikan. Ich grüße alle in Radio und Fernsehen oder über den Livestream von Vatican News, die uns angeschlossen sind. Es ist die letzte liturgische Handlung von Papst Franziskus auf kanadischem Boden. Er feiert die Vesper mit Priestern, Bischöfen, Ordensleuten, Diakonen und pastoralen Mitarbeitenden aus dem Erzbistum Quebec und aus vielen Teilen Kanadas. Sie war mal ab 1664 die erste katholische Pfarrkirche nördlich von Mexiko, die Kathedrale Notre-Dame. Damit ist der Papst sozusagen an einer der Wurzeln der Christianisierung und auch Kolonialisierung des amerikanischen Kontinents angelangt. Etwa drei Viertel der Menschen in Quebec, Kanadas ältesten Bistum, sind katholisch. Das ist deutlich mehr als in der Provinz Alberta, in der der Papstbesuch vor ein paar Tagen gestartet ist. Vor dem eigentlichen Beginn des abendlichen Stundengebets wird der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Poisson, den Papst kurz grüßen. Une très grande joie, une profonde reconnaissance que je salue votre présence au Canada au nom de tous mes frères évêques. Votre réponse positive à notre invitation et votre présence ici. Heiliger Vater, es ist mit großer Freude und Dankbarkeit, dass ich Sie auch im Namen meiner Mitbrüder im Bischofsamt hier begrüße. Diese Visitatio bei der Kirche in Kanada gehört zum Kontext eines Versöhnungsprozesses mit unseren autochthonen Brüdern und Schwestern. Einige von uns haben sie bereits im Vatikan besucht und damals haben sie versprochen, ihre Bitte um Vergebung für vielfache Verletzungen der Würde von Angehörigen der First Nations, der Métis und der Inuit, die sie in Rom ausgesprochen haben, noch einmal auf kanadischem Boden zu wiederholen. Ihre Anwesenheit hier ist eine starke Stützung für unsere Bischöfe auf dem Weg der Versöhnung und der Evangelisierung. Lorsqu'Elisabeth reconnaît à la vue de Marie qui la visite, la mère de son Seigneur, nous reconnaissons en vous voyant à notre tour, très saint Père, la miséricorde du Seigneur qui s'offre à nous. Nous savons bien, Heiliger Vater, wir wissen, dass Ihre Anwesenheit hier für Sie eine große physische Anstrengung bedeutet. Umso mehr wissen wir das zu schätzen. Tatsächlich ist es die erste Reise, die der Papst im Rollstuhl durchführen muss, wegen hartnäckiger Kniebeschwerden. Et ouvrir de nouveaux horizons avec nos communautés. Nous allons prier les Vêpres. Puisse le cantique d'action de grâce de Marie, prononcé devant sa cousine Élisabeth, trouver un écho actuel dans ces moments passés avec vous chez nous, sur le sol de toutes ces nations. Mit Maria können wir heute Abend im Magnificat sagen, der Herr hat uns allen Großes getan. Heilig ist sein Name. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Alors avec elle, nous aussi, bienheureux et bienheureuses,
nous ajoutons, le Puissant fit pour nous des merveilles, saint est son nom. Merci. Beginnt mit der Anrufung: O Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Deus in auditorium meum intende. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Hymnus. Komm herab, o göttliche Liebe. Psalm 15. Thank you.
darf Gast sein in deinem Zelt, wer darf weilen auf deinem heiligen Berg. Der makellos lebt und das Rechte tut, der von Herzen die Wahrheit sagt, der mit seiner Zunge nicht verleumdet hat, der seinem Nächsten nichts Böses tat und keine Schmach häufte auf seine Nachbarn. Der Verworfene ist in seinen Augen verachtet, aber die den Herrn fürchten, hält er in Ehren. Er wird nicht ändern, was er zum eigenen Schaden geschworen hat. Sein Geld hat er nicht auf Wucher verliehen und gegen den Schuldlosen nahm er keine Bestechung an. Wer das tut, der wird niemals wanken. Selig der Mann, der den Herrn fürchtet und sich herzlich freut an seinen Geboten. Seine Nachkommen werden mächtig im Land. Das Geschlecht der Redlichen wird gesegnet. Wohlstand und Reichtum füllen sein Haus. Seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Im Finstern erstrahlt er als Licht den Redlichen. Gnädig und barmherzig ist der Gerechte. Glücklich ein Mann, der gnädig ist und Leid ohne Zinsen, der nach dem Recht das seine ordnet. Niemals gerät er ins Wanken. Ewig denkt man an den Gerechten. Er fürchtet sich nicht vor böser Kunde. Sein Herz ist fest, auf den Herrn vertraut er. Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nicht. Er wird herabschauen auf seine Bedränger. Reichlich gibt er den Armen. Seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Seine Macht steht hoch in Ehren. Der Frevler sieht es voll Unmut. Er wird mit den Zähnen knirschen und vergehen. Die Wünsche der Frevler werden zunichte. Zurück ins Französische, vom Alten ins Neue Testament. Aus der Offenbarung des Johannes. Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du
du König der Völker. Wer wird dich nicht fürchten, Herr? Wer wird deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker kommen und beten dich an, denn offenbar geworden sind deine gerechten Taten. Je m'adresse à tous ceux qui exercent parmi vous la Lesung aus dem ersten Petrusbrief. Eure Ältesten ermahne ich, als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi, der auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenbaren wird. Weidet ihr euch anvertraute Herde Gottes nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie Gott es will. Auch nicht aus Gewinnsucht, sondern mit Hingabe. Seid nicht Beherrscher der Gemeinden, sondern Vorbilder für die Herde. Wenn dann der oberste Hirt erscheint, werdet ihr den nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit empfangen. Mais par dévouement, sans commander un maître à tous ceux dont vous avez reçu la charge. Mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne flétrit pas. Es folgt die Predigt des Papstes. Queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes y diáconos, consagradas, consagrados, seminaristas, agentes pastorales, buenas tardes. Agradezco a Monseñor Poisson las palabras de bienvenida que me ha dirigido. Los saludo a todos ustedes, especialmente a los liebe Mitbrüder im Bischofsamt, liebe Priester und Diakone, liebe gottgeweihte Seminaristen und pastorale Mitarbeiter. Guten Abend. Ich danke Erzbischof Poisson für die Willkommensworte und grüße euch alle, vor allem die, die einen weiten Weg zurücklegen mussten, um hierher zu kommen. Die Entfernungen in eurem Land sind wirklich groß. Daher danke. Ich freue mich, euch zu treffen. Je remercie Monseigneur Poisson pour ses paroles de bienvenue à mon égard. Et je vous salue tous, en particulier ceux et celles qui ont dû parcourir un long chemin pour venir ici. Les distances dans votre pays sont vraiment grandes. Merci. Je suis heureux de vous rencontrer. Es significativo que nos encontremos en la Basílica de Notre-Dame de Québec, catedral de esta iglesia particular, sede primada del Canadá, cuyo primer obispo, San François de Laval, abrió el seminario en 1663 y durante todo su ministerio se dedicó a la formación de sacerdotes.
de los ancianos, es decir, de los presbíteros, nos habló la lectura breve que hemos escuchado. San Pedro nos ha exhortado: apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado, velen por él, no forzada, sino espontáneamente. Mientras estamos aquí reunidos como pueblo de Dios, recordemos que Jesús es el pastor de nuestra vida, que cuida de nosotros porque nos ama verdaderamente. A nosotros, pastores de la Iglesia, se nos pide esa misma generosidad para apacentar el rebaño, para que pueda manifestarse la solicitud de Jesús por todos y su compasión por las heridas de cada uno. Il est significatif que nous nous trouvions dans la basilique bezeichnend, dass wir uns in der Basilika Notre-Dame de Québec befinden, der Kathedrale dieser Teilkirche und dem Primatialsitz Kanadas, dessen erster Bischof, der heilige François de Laval, 1663 das Priesterseminar eröffnete und sich in seiner ganzen Amtszeit um die Ausbildung von Priestern kümmerte. Über die Ältesten, also die Priester, sprach auch die Kurzlesung gerade eben. Darin ermahnt uns der heilige Petrus: weidet die euch anvertraute Herde Gottes nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie Gott es will. Auch nicht aus Gewinnsucht, sondern mit Hingabe. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré. Alors que nous sommes réunis ici en tant que peuple de Dieu, rappelons-nous que c'est Jésus, le berger de nos vies, qui prend soin de nous parce qu'il nous aime vraiment. Während wir hier als Volk Gottes versammelt sind, lasst uns bedenken, dass Jesus der Hirte unseres Lebens ist, der sich um uns kümmert, weil er uns liebt. Uns, den Hirten, wird dieselbe Großzügigkeit beim Hüten der Herde abverlangt, damit die Sorge Jesu für alle und sein Mitgefühl für die Wunden eines jeden sichtbar werden können. Y precisamente porque somos signos de Cristo, el apóstol Pedro nos exhorta: apacienten el rebaño, guíenlo, no dejen que se pierda mientras ustedes se ocupan de los propios asuntos. Cuídenlo con dedicación y ternura, y agrega: háganlo espontáneamente, no de manera forzada, no como un deber, no como religiosos asalariados o funcionarios de lo sagrado, sino con corazón de pastores, con entusiasmo. Si nosotros lo miramos a él, buen pastor, antes que a nosotros mismos, descubriremos que estamos custodiados con ternura y sentiremos la cercanía de Dios. De aquí nace la alegría del ministerio y antes aún la alegría de la fe, no de ver lo que nosotros somos capaces de hacer, sino de saber que Dios está cerca, que nos amó primero y nos acompaña cada día. Precisely because we are a sign of Christ, the Apostle Peter urges us to tend the flock. Gerade weil wir Zeichen Christi sind, ermahnt uns Petrus: weidet die Herde, leitet sie, lasst sie nicht in die Irre gehen, während ihr euren persönlichen Angelegenheiten nachgeht. Sorgt euch mit Hingabe und Zärtlichkeit um sie. Und, so fügt er hinzu, tut es freiwillig, nicht gezwungenermaßen, nicht aus Pflicht, nicht als bezahlte Geistliche oder Sakralbeamte, sondern mit dem Herzen eines Hirten, mit Begeisterung. Wenn wir auf ihn, den guten Hirten, anstatt zuerst auf uns selber schauen, entdecken wir, dass wir zärtlich umsorgt werden, spüren wir die Nähe Gottes. Daher rührt die Freude am Dienst und noch davor die Freude am Glauben. Nicht, weil wir sehen, was wir selbst schaffen können, sondern weil wir wissen, dass uns Gott nahe ist, dass er uns zuerst geliebt hat und uns jeden Tag begleitet. It is not about all the things that we can accomplish, but about knowing that God is ever close to us, that he loved us first, and that he accompanies us every day of our lives. Esta, hermanos y hermanas, es nuestra alegría. No es una alegría fácil, esa que a menudo nos propone el mundo, ilusionándolos con fuegos artificiales.
Die alegría no está ligada a riquezas y seguridades. Tampoco está ligada a la persuasión de que en la vida nos irá siempre bien, sin cruces ni problemas. La alegría cristiana, en cambio, está unida a una experiencia de paz que permanece en el corazón, incluso cuando estamos rodeados de pruebas y aflicciones, porque sabemos que no estamos solos, sino acompañados de un Dios que no es indiferente a nuestra suerte. Así como cuando el mar está agitado, que en la superficie aparece turbulento y en la profundidad permanece sereno y tranquilo. Esta es la alegría cristiana, un don gratuito, la certeza de sabernos amados, sostenidos, abrazados por Cristo en cada situación de la vida. Porque es Él quien nos libera del egoísmo y del pecado, de la tristeza y de la soledad, del vacío interior y del miedo, dándonos una mirada nueva de la vida, una mirada nueva de la historia. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. C'est cela, frères et sœurs, notre joie. Das, liebe Brüder und Schwestern, ist unsere Freude. Keine billige Freude, wie sie uns die Welt manchmal vorgaukelt, indem sie uns mit Feuerwerk blendet. Sie ist nicht an Reichtum und Sicherheit gebunden, nicht einmal an die Überzeugung, dass das Leben immer gut für uns verlaufen wird, ohne Kreuze und Probleme. Die christliche Freude ist vielmehr mit der Erfahrung des Friedens verbunden, der in unserem Herzen bleibt, auch wenn wir von Prüfungen und Bedrängnissen heimgesucht werden. Weil wir wissen, wir sind nicht allein, sondern werden von einem Gott begleitet, dem unser Schicksal nicht gleichgültig ist. Wie wenn die See rau ist, an der Oberfläche ist es stürmisch, aber in der Tiefe bleibt es ruhig und friedlich. Das ist die christliche Freude, ein ungeschuldetes Geschenk, die Gewissheit, dass wir in jeder Situation von Christus geliebt, gehalten und umarmt werden. Er ist es, der uns von Egoismus und Sünde, von der Traurigkeit der Einsamkeit, von innerer Leere und Angst befreit und uns eine neue Sicht schenkt auf das Leben und die Geschichte. Mit Jesus Christus kommt immer und immer wieder die Freude. C'est lui qui nous libère de l'égoïsme et du péché, de la tristesse, de la solitude, du vide intérieur et de la peur, en nous donnant un nouveau regard sur la vie, un nouveau regard sur l'histoire. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Entonces sí, podemos preguntarnos. ¿Cómo va nuestra alegría? ¿Cómo va mi alegría? ¿Nuestra iglesia expresa la alegría del Evangelio? ¿En nuestras comunidades hay una fe que atrae por la alegría que comunica? Si queremos afrontar estas cuestiones en su raíz, no podemos menos que reflexionar sobre aquello que en la realidad de nuestro tiempo hace peligrar la alegría de la fe y amenaza con oscurecerla, poniendo seriamente en crisis la experiencia cristiana. Pensamos entonces inmediatamente en la secularización, que desde hace tiempo ha transformado el estilo de vida de las mujeres y de los hombres de hoy, dejando a Dios casi en el trasfondo, como desaparecido del horizonte. Pareciera que su palabra ya no es una brújula de orientación para la vida, para las opciones fundamentales, para las relaciones humanas y sociales. Pero debemos hacer rápidamente una aclaración. Cuando observamos la cultura en la que estamos inmersos, sus lenguajes y sus símbolos, es necesario atentos a no quedar prisioneros del pesimismo, no quedar prisioneros del resentimiento, dejándonos llevar por juicios negativos o nostalgias inútiles. Hay en efecto dos miradas posibles respecto al mundo en que vivimos. Una la llamaría mirada negativa y la otra mirada que discierne. Nous pouvons donc nous demander comment se können wir uns fragen, wie steht es um unsere Freude, um meine Freude?
Bringt unsere Kirche die Freude des Evangeliums zum Ausdruck? Gibt es in unseren Gemeinschaften einen Glauben, der durch die Freude, die er vermittelt, anziehen wird? Si l'on veut s'attaquer à ces questions à la racine, wenn wir diese Fragestellungen an der Wurzel packen wollen, kommen wir nicht umhin, darüber nachzudenken, was in der Wirklichkeit unserer Zeit die Freude am Glauben bedroht und zu verdunkeln droht. Man könnte sofort an die Säkularisierung denken, die den Lebensstil der Frauen und Männer von heute längst verändert hat und Gott gleichsam in den Hintergrund treten lässt. Er scheint vom Horizont verschwunden. Sein Wort scheint kein Orientierungskompass für das Leben mehr, für grundlegende Entscheidungen, für menschliche und soziale Beziehungen. Wir müssen aber sofort eine Klarstellung vornehmen, wenn wir die Kultur, in die wir eingetaucht sind, ihre Redeweisen und Symbole betrachten, dann sollten wir uns davor hüten, Gefangene von Pessimismus und Ressentiments zu werden und uns zu negativen Urteilen oder nutzloser Nostalgie verleiten zu lassen. Es gibt tatsächlich zwei mögliche Blicke auf die Welt, in der wir leben. Den einen würde ich den negativen Blick nennen, den anderen den unterscheidenden Blick. Ou à des nostalgies inutiles. Il existe en fait deux regards possibles sur le monde dans lequel nous vivons. L'un que j'appellerais le regard négatif, l'autre le regard de discernement. La première, la mirada negativa, nace con frecuencia de una fe que, sintiéndose atacada, se concibe como una especie de armadura para defenderse del mundo. Acusa la realidad con amargura, diciendo el mundo es malo, reina el pecado, y así corre el peligro de revestirse de un espíritu de cruzada. Prestemos atención a esto, porque no es cristiano. De hecho, no es el modo de obrar de Dios, el cual, nos recuerda el Evangelio, amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. El Señor, que detesta la mundanidad, tiene una mirada buena sobre el mundo. Detesta la mundanidad y tiene una mirada buena sobre el mundo. Él bendice nuestra vida, dice bien de nosotros y de nuestra realidad. Se encarna en las situaciones de la historia no para condenar, sino para hacer brotar la semilla del reino, precisamente ahí donde parecería que triunfan las tinieblas. Si nos detenemos en una mirada negativa, por el contrario, acabaremos por negar la encarnación, porque más que encarnarnos en la realidad, huiremos de ella. Nos cerraremos en nosotros mismos, lloraremos nuestras pérdidas, nos lamentaremos continuamente y caeremos en la tristeza y en el pesimismo. Tristeza y pesimismo nunca vienen de Dios. En cambio, estamos llamados a tener una mirada semejante a la de Dios, que sabe distinguir entre el bien y se obstina en buscarlo, en verlo y alimentarlo. No es una mirada ingenua, sino una mirada que discierne la realidad. Le premier, le regard négatif, naît souvent d'une foi qui se sentant attaquée. Der negative Blick, wie ich ihn nenne, rührt oft von einem Glauben her, der sich angegriffen fühlt und sich als eine Art Rüstung sieht, um sich gegen die Welt zu verteidigen. Er klagt die Realität bitter an und sagt, die Welt ist böse, die Sünde herrscht. Und er läuft damit Gefahr, sich in einen Kreuzzugsgeist einzuhüllen. Hüten wir uns davor. Das ist nicht christlich, das ist nicht der Weg Gottes. Denn er, wie das Evangelium sagt, hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Herr, der die Weltlichkeit verabscheut, hat einen positiven Blick auf die Welt. Er verabscheut Weltlichkeit und hat einen positiven Blick auf die Welt.
Er segnet unser Leben. Er sagt, dass wir und unsere Wirklichkeit gut sind. Er tritt selbst in unsere Geschichte hinein, nicht um uns zu verurteilen, sondern um den Samen des Reiches Gottes dort sprießen zu lassen, wo die Finsternis zu triumphieren scheint. Wenn wir bei einer negativen Sichtweise stehen bleiben, werden wir am Ende die Inkarnation verleugnen, weil wir vor der Realität fliehen, anstatt Teil von ihr zu werden. We will flee from reality rather than making it incarnate in us. Wir werden uns in uns selbst verschließen, über unsere Verluste weinen, uns ständig beklagen, in Traurigkeit und Pessimismus verfallen. All das kommt niemals von Gott. Stattdessen sind wir aufgerufen, einen Blick wie Gott zu haben, das Gute zu erkennen und beharrlich danach zu suchen. Das zu sehen und zu nähren. Das ist kein naiver Blick, sondern ein Blick, der die Wirklichkeit unterscheidet. And nurtures it. This is no naive view, but a view that discerns reality. Para afinar nuestro discernimiento sobre el mundo secularizado, dejémonos inspirar por lo que escribió San Pablo VI, Evangelii Nuntiandi. Esa exhortación apostólica que todavía hoy tiene vigencia. Para él, la secularización es un esfuerzo en sí mismo justo, legítimo, no incompatible con la fe y la religión, para descubrir las leyes de la realidad y de la misma vida humana dadas por el Creador. Dios, en efecto, no nos quiere esclavos, sino hijos. No quiere decidir en nuestro lugar ni oprimirnos con un poder sagrado en un mundo gobernado por leyes religiosas. No. Él nos ha creado libres y nos pide que seamos personas adultas, personas responsables en la vida y en la sociedad. Otra cosa distinguía San Pablo VI es el secularismo, una concepción de vida que separa totalmente del vínculo con el Creador, de modo que se vuelve superfluo y hasta un obstáculo, y se generan nuevas formas de ateísmo, sutiles y variadas, una civilización del consumo, el hedonismo erigido en valor supremo, una voluntad de poder y de dominio, de discriminaciones de todo género. A nosotros, como Iglesia, sobre todo como pastores del pueblo de Dios, como pastores, como consagradas, como consagrados, como seminaristas y como agentes de pastoral, a todos nosotros nos toca saber hacer estas distinciones, discernir. Si cedemos a la mirada negativa y juzgamos de modo superficial, corremos el riesgo de transmitir un mensaje equivocado, como si detrás de la crítica sobre la secularización estuviera, por parte nuestra, la nostalgia de un mundo sacralizado, de una sociedad de otros tiempos, en la que la Iglesia y sus ministros tenían más poder y relevancia social. Y esta es una perspectiva equivocada. Pour affiner notre discernement sur le monde sécularisé, unsere Unterscheidung der säkularisierten Welt zu schärfen, sollten wir uns von dem inspirieren lassen, was der heilige Paul VI. Schrieb. Für ihn ist die Säkularisierung ein in sich richtiges, berechtigtes und niemals im Widerspruch zum Glauben und zur Religion stehendes Bestreben. Die vom Schöpfer selbst festgelegten Gesetze der Wirklichkeit und des menschlichen Lebens zu entdecken. Gott will ja nicht, dass wir Sklaven, sondern Kinder sind. Er will nicht an unserer Stelle entscheiden und uns nicht mit einer sakralen Macht in einer von religiösen Gesetzen beherrschenden Welt unterdrücken. Nein, er hat uns frei geschaffen und verlangt von uns, dass wir erwachsene und verantwortliche Personen im Leben und in der Gesellschaft sind.
Etwas anderes ist, so hat es Paul VI. Unterschieden, der Säkularismus, eine Lebensauffassung, die uns völlig von unserer Bindung an den Schöpfer trennt, sodass Gott überflüssig und zu einem Störfaktor wird und neue Formen des Atheismus entstehen, heimtückisch und vielfältig, eine Zivilisation des Konsums. Den sinnenhaften Genuss als den höchsten Wert, den Willen nach Macht und Beherrschung und Diskriminierung jeglicher Art. Hier ist es an uns als Kirche, besonders als Hirten des Volkes Gottes und als pastorale Mitarbeiter, diese Unterscheidungen zu treffen. Wenn wir einer negativen Sichtweise nachgeben und oberflächlich urteilen, laufen wir Gefahr, eine falsche Botschaft auszusenden. Als ob hinter der Kritik an der Säkularisierung die Sehnsucht nach einer sakralisierten Welt stünde, nach einer Gesellschaft vergangener Zeiten, in der die Kirche und ihre Amtsträger mehr Macht und gesellschaftliche Bedeutung hatten. Das ist eine falsche Perspektive. De discerner. Si nous cédons un regard négatif et jugeons de manière superficielle, nous risquons d'envoyer un message trompeur, comme si derrière la critique de la sécularisation se cachait de notre part la nostalgie d'un monde sacralisé, d'une société d'autrefois où l'Église et ses ministres avait plus de pouvoir et d'importance sociale. C'est un point de vue erroné. En cambio, como advierte un gran estudioso de estos temas, el problema de la secularización para nosotros cristianos no debe ser la menor relevancia social de la Iglesia o la pérdida de riquezas materiales y privilegios. Más bien, esta nos pide que reflexionemos sobre los cambios de la sociedad que han influido en el modo en que las personas piensan y organizan la vida. Si nos detenemos en este aspecto, nos damos cuenta de que no es la fe la que está en crisis, sino ciertas formas y modos con los que anunciamos. Por eso la secularización es un desafío a nuestra imaginación pastoral. Es la oportunidad para recomponer la vida espiritual en nuevas formas y también para nuevas formas de existir. De este modo, mientras la mirada que discierne nos hace ver las dificultades que tenemos en transmitir la alegría de la fe, a la vez nos estimula a volver a encontrar una nueva pasión por la evangelización, a buscar nuevos lenguajes, a cambiar algunas prioridades pastorales e ir a lo esencial. Au contraire, comme le fait remarquer un grand spécialiste de ces questions, wie ein großer Kenner dieser Thematiken feststellt, sollte das Problem der Säkularisierung für uns Christen nicht darin bestehen, dass die Kirche an gesellschaftlicher Bedeutung verliert oder materiellen Reichtum und Privilegien einbüßt. Es fordert uns vielmehr auf, über die Veränderungen in der Gesellschaft nachzudenken, die sich auf die Art und Weise ausgewirkt haben, wie die Menschen denken und ihr Leben gestalten. Wenn wir uns mit diesem Aspekt beschäftigen, erkennen wir, dass nicht der Glaube in der Krise ist, sondern gewisse Formen und Weisen, durch die wir ihn verkünden. Darum ist die Säkularisierung eine Herausforderung an unsere pastorale Vorstellungskraft, eine Gelegenheit für die Wiederzusammensetzung des geistlichen Lebens in neuen Formen und neuen Existenzweisen. Der unterscheidende Blick regt uns also an, während er uns die Schwierigkeiten vor Augen führt, die wir bei der Weitergabe der Glaubensfreude haben, eine neue Leidenschaft für die Evangelisierung wiederzufinden, neue sprachliche Formen zu suchen, einige pastorale Prioritäten zu ändern und zum Wesentlichen zu gehen. À chercher de nouveaux langages, à changer certaines priorités pastorales, aller à l'essentiel. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos anunciar el Evangelio para dar a los hombres y a las mujeres de hoy la alegría de la fe. Pero este anuncio no se hace principalmente con palabras, sino por medio de un testimonio rebosante de amor gratuito, tal como Dios lo hace con nosotros.
Es un anuncio que pide encarnarse en un estilo de vida personal, eclesial, que pueda reavivar el deseo del Señor, infundir esperanza, transmitir confianza y credibilidad. Y sobre esto me permito, en espíritu fraterno, proponerles tres desafíos que ustedes podrán llevar adelante en la oración y en el servicio pastoral. Chers frères et sœurs, il est nécessaire de proclamer l'Évangile. Liebe Brüder und Schwestern, es ist nötig, das Evangelium zu verkünden, um den Männern und Frauen von heute die Freude des Glaubens zu vermitteln. Aber diese Verkündigung geschieht nicht in erster Linie mit Worten, sondern durch ein Zeugnis, das von Liebe überströmt, wie Gott es bei uns tut. Eine Verkündigung, die in einem persönlichen und kirchlichen Lebensstil Gestalt annehmen muss, die die Sehnsucht nach dem Herrn neu entfachen, Hoffnung einflößen, Vertrauen und Glaubwürdigkeit vermitteln kann. In diesem Sinne erlaube ich mir, euch in brüderlichem Geist drei Herausforderungen zu nennen, die ihr im Gebet und im pastoralen Dienst voranbringen könnt. Que vous pourrez poursuivre dans la prière et le service pastoral. El primero de los desafíos, dar a conocer a Jesús. En los desiertos espirituales de nuestro tiempo, generados por el secularismo y la indiferencia, es necesario volver al primer anuncio. Lo repito, es necesario volver al primer anuncio. No podemos presumir de comunicar la alegría de la fe presentando aspectos secundarios a quienes todavía no han abrazado al Señor en sus vidas, o bien solo repitiendo ciertas prácticas o reproduciendo formas pastorales del pasado. Es necesario encontrar nuevos caminos para anunciar el corazón del Evangelio a cuantos todavía no han encontrado a Cristo. Y esto presupone una creatividad pastoral para llegar a las personas allá donde viven, no esperando que vengan, allá donde viven, descubriendo ocasiones de escucha, de diálogo, de encuentro. Es necesario volver a lo esencial, es necesario volver al entusiasmo de los hechos de los apóstoles y a la belleza de sentirnos instrumentos de la fecundidad del Espíritu hoy. Es necesario volver a Galilea. Es la cita de Jesús resucitado que vayan a Galilea. Para, permítaseme la palabra, recomenzar después del fracaso. Volver a Galilea. Y cada uno de nosotros tiene su propia Galilea, la del primer anuncio. Recuperar esa memoria. Le premier défi, faire connaître Jésus. Die erste Herausforderung, Jesus bekannt machen. In den geistlichen Wüsten unserer Zeit, die durch Säkularismus und Gleichgültigkeit entstanden sind, ist es nötig, zur ersten Verkündigung zurückzukehren. Wir können uns nicht anmaßen, die Freude des Glaubens zu vermitteln, indem wir denjenigen, die den Herrn noch nicht in ihr Leben aufgenommen haben, sekundäre Aspekte präsentieren. Oder indem wir nur bestimmte Praktiken einfach wiederholen oder pastorale Formen der Vergangenheit nachahmen. Es müssen neue Wege gefunden werden, um denen, die Christus noch nicht begegnet sind, das Zentrum des Evangeliums zu verkünden. Das erfordert eine pastorale Kreativität, um auf die Menschen dort zuzugehen, wo sie leben, und Gelegenheiten zum Zuhören, zum Dialog und zur Begegnung zu schaffen. Wir müssen zur Wesentlichkeit und zum Enthusiasmus der Apostelgeschichte zurückkehren, zu der Schönheit, uns als Werkzeuge der Fruchtbarkeit des Geistes heute zu fühlen. En trouvant des occasions d'écoute, de dialogue et de rencontre, il faut revenir au caractère essentiel et à l'enthousiasme des actes des apôtres, à la beauté de nous sentir aujourd'hui des instruments de la fécondité de l'esprit. Il est nécessaire de revenir en Galilée. C'est le rendez-vous de Jésus ressuscité. Permettez-moi de le redire.
Revenir en Galilée, c'est recommencer après l'échec. Chacun a sa Galilée, celle de la première rencontre. Revenir en Galilée, c'est cela. Pero para anunciar el Evangelio, también es necesario ser creíbles. Y este es el segundo desafío, el testimonio. El Evangelio se anuncia de modo eficaz cuando la vida es la que habla, la que revela esa libertad que hace libre a los demás, esa compasión que no pide nada a cambio, esa misericordia que habla de Cristo sin palabras. La Iglesia en Canadá, después de haber sido herida y desolada por el mal que perpetraron algunos de sus hijos, ha comenzado un nuevo camino. Pienso en particular en los abusos sexuales cometidos contra menores y personas vulnerables, crímenes que requieren acciones fuertes y una lucha irreversible. Yo quisiera, junto con ustedes, pedir nuevamente perdón a todas las víctimas. El dolor y la vergüenza que experimentamos debe ser ocasión de conversión, nunca más. Y pensando en el camino de sanación y reconciliación con los hermanos y las hermanas indígenas, que la comunidad cristiana no se deje contaminar nunca más por la idea de que existe una cultura superior a otras y que es legítimo usar medios de coacción contra los demás. Recuperemos el ardor misionero de vuestro primer obispo, San François de Laval, que se enfrentó contra todos los que degradaban a los indígenas induciéndolos a consumir bebidas para engañarlos. No permitamos que ninguna ideología enajene y confunda los estilos y las formas de vida de nuestros pueblos para intentar doblegarlos y dominarlos. Que los nuevos progresos de la humanidad sean asimilables en su identidad cultural con la clave de la cultura. Mais pour annoncer l'Évangile, il faut être crédible. Um das Evangelium zu verkünden, müssen wir aber auch glaubwürdig sein. Das ist die zweite Herausforderung, das Zeugnis. Das Evangelium wird wirksam verkündet, wenn es das Leben ist, das spricht, wenn es die Freiheit offenbart, die andere befreit, das Mitgefühl, das keine Gegenleistung verlangt, die Barmherzigkeit, die ohne Worte von Christus spricht. Die Kirche in Kanada hat sich auf einen neuen Weg begeben, nachdem sie durch das Böse, das einige ihrer Kinder begangen haben, verwundet und erschüttert wurde. Ich denke vor allem an den sexuellen Missbrauch von minderjährigen und schutzbedürftigen Personen. Ärgernisse, die ein entschlossenes Handeln und eine unwiderrufliche Bekämpfung erfordern. Ich möchte gemeinsam mit euch alle Opfer erneut um Vergebung bitten. Der Schmerz und die Beschämung, die wir empfinden, müssen zu einer Gelegenheit zur Umkehr werden. Nie wieder. Und wenn wir an den Weg der Heilung und Versöhnung mit unseren indigenen Brüdern und Schwestern denken, möge sich die christliche Gemeinschaft nie wieder von der Vorstellung anstecken lassen, dass eine Kultur einer anderen überlegen ist und dass es legitim wäre, Zwangsmittel gegen andere einzusetzen. Machen wir uns den Eifer eures ersten Bischofs, des heiligen François de Laval, wieder zu eigen, der gegen all jene wetterte, die die Indigenen erniedrigten, indem sie sie zum Konsum von Getränken verleiteten, um sie zu betrügen. Lassen wir nicht zu, dass irgendeine Ideologie die Stile und Lebensweisen unserer Völker entfremdet und verwirrt, um zu versuchen, sie zu beugen und zu beherrschen. Saint François de Laval, qui fulminait contre tous ceux qui exploitaient les autochtones en les incitant à consommer des boissons pour les arnaquer. Ne permettons à aucune idéologie d'aliéner et de confondre les styles et les modes de vie de nos peuples pour tenter de les soumettre et de les dominer. Que les nouveaux progrès de l'humanité puissent être assimilés
par une identité culturelle, avec la clé de leur culture. Pero para acabar con esta cultura de la exclusión, es necesario que empecemos nosotros, los pastores, que no se sientan superiores a los hermanos y a las hermanas del pueblo de Dios. Que los consagrados vivan la fraternidad y la libertad de la obediencia en comunidad. Los seminaristas que se dispongan a ser servidores dóciles y disponibles. Y los agentes pastorales no conciban su servicio como poder. Se empieza desde aquí. Ustedes son los protagonistas y los constructores de una iglesia diferente, humilde, afable, misericordiosa. Una iglesia que acompaña los procesos, que trabaja decidida y serenamente en la inculturación, que valora a cada uno y a cada diversidad cultural y religiosa. Demos este testimonio. Mais pour en finir avec cette culture de l'exclusion, il faut commencer par nous. Um die Kultur der Ausgrenzung zu besiegen, müssen wir damit beginnen. Die Hirten, die sich den Brüdern und Schwestern des Gottesvolkes nicht überlegen fühlen dürfen. Pastorale Mitarbeitende, die ihren Dienst nicht als Macht verstehen dürfen. Damit beginnt man. Ihr seid die Protagonisten und Erbauer einer Kirche, die anders ist. Demütig, sanft, barmherzig. Prozesse begleitend, entschlossen und heiter an der Inkulturation arbeitend, jeden und jegliche kulturelle und religiöse Unterschiedlichkeit wertschätzend. Geben wir dieses Zeugnis. D'une église différente, humble, douce, miséricordieuse, qui accompagne les processus, qui travaille avec détermination et sérénité à l'inculturation, qui valorise chacun et chaque diversité culturelle et religieuse. Offrons ce témoignage. Por último, el tercer desafío, la fraternidad. Primero, dar a conocer a Jesús. Segundo, el testimonio. Tercero, la fraternidad. La Iglesia será testigo creíble del Evangelio cuando sus miembros vivan más la comunión, creando ocasiones y espacios para que quienes se acerquen a la fe encuentren una comunidad acogedora, que sabe escuchar, que sabe entrar en diálogo, que promueve un buen nivel de relaciones. Así decía vuestro santo obispo a los misioneros. A menudo una palabra amarga, una falta de paciencia, un rostro que rechaza, destruirán en un momento lo que se había construido en mucho tiempo. Enfin, le troisième défi, la fraternité. Le premier défi, dritte Herausforderung, die Geschwisterlichkeit. Die Kirche wird umso mehr eine glaubwürdige Zeuge des Evangeliums sein, je mehr ihre Mitglieder die Gemeinschaft leben, indem sie Gelegenheit und Räume schaffen, damit jeder, der sich dem Glauben nähert, eine gastfreundliche Gemeinschaft vorfindet, die zuhört und in den Dialog eintritt und die eine gute Qualität der Beziehungen fördert. So sagte euer heiliger Bischof zu den Missionaren, oft zerstört ein bitteres Wort, eine Ungeduld in einem Augenblick, das in langer Zeit aufgebaut wurde. Votre Saint-Évêque disait ainsi aux missionnaires, souvent une parole amère, une impatience, un visage de rejet détruiront en un instant ce qui a été construit en beaucoup de temps. Se trata de vivir una comunidad cristiana que se convierte de este modo en escuela de humanidad, donde aprender a quererse como hermanos y hermanas, dispuestos a trabajar juntos por el bien común. De hecho, en el centro del anuncio evangélico está el amor de Dios que transforma y hace capaces de comunión con todos y de servicio hasta todos. Un teólogo de esta tierra escribió, el amor que Dios nos da desborda en un amor que es el que impulsa al buen samaritano a detenerse y hacerse cargo del viajero asaltado por los ladrones. Es un amor que no tiene fronteras, que busca el reino de Dios
que es universal. Fin de la cita. La Iglesia está llamada a encarnar este amor sin fronteras para construir el sueño que Dios tiene para la humanidad, que todos seamos hermanos. Preguntémonos, ¿cómo va la fraternidad entre nosotros? Los obispos entre ellos, los obispos con los sacerdotes entre ellos, los sacerdotes con el pueblo de Dios. ¿Somos hermanos o rivales divididos en partidos? ¿Y cómo están nuestras relaciones con los que no son de los nuestros, con los que no creen, con los que tienen tradiciones y costumbres diferentes? Este es el camino: promover relaciones de fraternidad con todos, con los hermanos y las hermanas indígenas, con cada hermana y hermano que encontramos, porque en el rostro de cada uno se refleja la presencia de Dios. Il s'agit de vivre une communauté chrétienne. Es geht darum, in einer christlichen Gemeinschaft zu leben, die zu einer Schule der Menschlichkeit wird, wo man lernt, einander als Brüder und Schwestern zu lieben, bereit für das Gemeinwohl zusammenzuarbeiten. Im Mittelpunkt der Verkündigung des Evangeliums steht die Liebe Gottes, die uns verwandelt und uns zur Gemeinschaft mit allen und zum Dienst an allen befähigt. Ein Theologe schrieb: Die Liebe, die Gott uns schenkt, fließt in Liebe über. Eine Liebe, die den barmherzigen Samariter veranlasst, anzuhalten und sich um den von Räubern überfallenen Wanderer zu kümmern. Eine Liebe, die keine Grenzen kennt, die das Reich Gottes sucht, und dieses Reich ist universal. Die Kirche ist aufgerufen, diese grenzenlose Liebe zu verkörpern, den Traum zu verwirklichen, den Gott für die Menschheit hat. Alle Geschwister. Wir sollten uns fragen, wie steht es denn um die Geschwisterlichkeit unter uns? Die Bischöfe untereinander und mit den Priestern? Die Priester untereinander und mit dem Volk Gottes? Sind wir Geschwister oder Konkurrenten, die in Parteien gespalten sind? Und wie sind unsere Beziehungen zu denen, die nicht zu uns gehören, zu denen, die nicht glauben, zu denen, die andere Traditionen und Bräuche haben? Das ist der Weg. Geschwisterliche Beziehungen mit allen, mit unseren indigenen Brüdern und Schwestern, mit jeder Schwester und jedem Bruder, dem wir begegnen. Denn im Antlitz eines jeden spiegelt sich die Gegenwart Gottes. Avec ceux qui ne croient pas, avec ceux qui ont des traditions et des communes différentes. Voilà le chemin. Promouvoir des relations fraternelles avec tous, avec nos frères et sœurs autochtones, avec chaque sœur et frère que nous rencontrons, parce que le visage de chacun se reflète la présence de Dieu. Estos son, queridos hermanos y hermanas, solamente algunos desafíos. No olvidemos que solo podemos llevarlos adelante con la fuerza del Espíritu, que siempre debemos invocar en la oración. Pero no dejemos entrar en nosotros el espíritu del secularismo, pensando que podemos crear proyectos que funcionan por sí mismos y solo con las fuerzas humanas sin Dios. Es una idolatría, está la idolatría de los proyectos sin Dios. Y por favor, no nos encerremos en el retroceso. Sigamos adelante con alegría. Pongamos en práctica estas palabras que dirigimos a San François de Laval. Tú fuiste el hombre del compartir, visitando a los enfermos, vistiendo a los pobres, combatiendo por la dignidad de los pueblos originarios, sosteniendo a los misioneros cansados, siempre pronto a tender la mano a los que estaban peor que tú. ¿Cuántas veces tus proyectos fueron destrozados, pero siempre tú los pusiste de nuevo en pie? Tú habías entendido que la obra de Dios no es de piedra y que en esta tierra de desánimo era necesario un constructor de esperanza. Les agradezco todo lo que hacen. Los bendigo de corazón. Y por favor, sigan rezando por mí.
These are just a few of the challenges. Let us not forget, ich habe nur von einigen der vielen Herausforderungen gesprochen. Vergessen wir nicht, dass wir sie nur mit der Kraft des Geistes voranbringen können, den wir stets im Gebet anrufen sollten. Lassen wir dabei nicht zu, dass der Geist des Säkularismus in uns eindringt und dass wir denken, dass wir Projekte schaffen können, die allein und nur mit menschlicher Kraft ohne Gott funktionieren. Und bitte, verschließen wir uns nicht in einer Rückwärtsgewandtheit, sondern gehen wir mit Freude vorwärts. Lasst uns diese Worte, die wir an den heiligen François de Laval richten, in die Tat umsetzen. Du warst der Mann des Teilens, der die Kranken besuchte, die Armen kleidete und für die Würde der Urbevölkerungen kämpfte. Du hast die erschöpften Missionare gestützt und warst immer bereit, denen die Hand zu reichen, denen es schlechter ging. Wie oft gingen deine Projekte zu Bruch? Jedes Mal hast du sie wieder neu errichtet. Du hast verstanden, dass Gottes Werk nicht aus Stein ist und dass auf dieser Erde der Entmutigung es einen Erbauer der Hoffnung braucht. Ich danke euch für alles, was ihr tut und segne euch von Herzen. Bitte betet weiterhin für mich. Tu avais compris que l'œuvre de Dieu n'est pas de pierre et qu'en cette terre de découragement, il fallait un bâtisseur d'espérance. Je vous remercie pour tout ce que vous faites et je vous bénis du fond du cœur. S'il vous plaît, continuez à prier pour moi. Ein ungewöhnlich langer, stehender Applaus nach der Predigt des Papstes bei diesem Abendgebet. Und jetzt ein Moment der Stille und der Meditation. Franziskus hat in seiner Predigt von der Säkularisierung gesprochen und ganz im Stil der Entweltlichung, die Papst Benedikt XVI. In Freiburg 2011 anmahnte, gesagt, Säkularisierung in sich sei ein berechtigtes und richtiges Bestreben. Etwas anderes sei der Säkularismus, weil jener Gott als überflüssig, ja als Störfaktor darstelle. Es gehe also um einen genauen, unterscheidenden und nicht sofort gleich negativen Blick auf die Welt. Denn wir Glaubende sollen Teil der Welt werden, sollen uns inkarnieren, statt uns ihr feindlich krittelnd gegenüberzustellen. Thank you.
Es folgt das Magnificat, der Lobgesang Mariens bei ihrem Besuch bei Elisabeth. Hochpreist meine Seele den Herrn. Thank you.
Es folgen die Fürbitten. Louons le Christ, le grand prêtre, prie parmi les hommes pour intervenir en notre faveur et prions-le. Tu as donné à ton Église des pasteurs animés de l'esprit de l'Évangile. Accorde à ton peuple la même connaissance et le même courage. You forgave the sins of your people when their holy leaders, like Moses, sought your compassion. Through their intercession, continue to purify and sanctify your holy people. Einen Geist der Heiligkeit für alle Seelsorgenden. Tu t'es choisi des saints parmi ton peuple et tu les as conduits par ton esprit. Donne ce même esprit à tous les pasteurs de ton Église. Dass keiner der Seelsorgenden sich von Christus entfernen möge. You yourself are the only visible possession of our holy pastors. Let none of them, one at the price of your blood, remain far from you. Für alle Verstorbenen. Toi qui donnes la vie au troupeau par la main de ses pasteurs, ne permets pas qu'aucun défunt se perde. Tu t'es livré pour eux, sauve-les. Und jetzt das Vaterunser auf Latein. Mandatum Domini ex sequentes, dicamus, Pater noster. Seigneur Dieu, tu as envoyé le Saint-Évêque François de Laval pour atteindre le règne du Christ au Canada. Accorde-nous à son intercession d'accomplir l'œuvre missionnaire à laquelle nous sommes appelés comme disciples de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Folgt der Schlusssegen des Papstes. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomine Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui regnesce in caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bénissons le Seigneur. Die Vesper, das Abendgebet der Kirche, ist beendet.
Franziskus wird noch einen Moment am Grab des heiligen Bischofs François de Laval beten. Dieser erste katholische Bischof Nordamerikas aus bester französischer Familie in Avignon stammend, ist hier in der Kathedrale beigesetzt. Das war die letzte liturgische Handlung von Papst Franziskus auf kanadischem Boden. Der Freitag ist der letzte Tag seiner Reise nach Kanada. Rollstuhl wird der Papst durch die Gänge von Notre-Dame de Québec gefahren. Und das ist noch ein Moment des Gebetes am Grab dieses Heiligen aus dem 17. Jahrhundert, an der Wende zum 18. Jahrhundert, der so wesentlich war für den Beginn der Christianisierung auf dem nordamerikanischen Kontinent. Hier steht der Papst wirklich an den Ursprüngen, an einem der Ursprünge der Evangelisierung in der neuen Welt. Was damals Neufrankreich hieß, war das Zentrum, aus dem Missionare, vor allen Dingen Ordensleute, in alle Richtungen ausgingen. Auch Papst Franziskus wollte ursprünglich Missionar werden, darum ist er vor vielen Jahrzehnten in den Jesuitenorden eingetreten, um als Missionar nach Japan zu gehen, ein Traum, der sich dann allerdings zerschlagen hat. Bis 1708, das sind die Lebensdaten dieses umtriebigen Missionsbischofs.
François de Montmorency-Laval. Von Quebec gibt dem Heiligen Vater noch einige Erläuterungen zu dem Grab. Schrein. An der Seite des Grabes sind Reliquien einiger Heiliger, die mit Kanada zu tun haben, ausgestellt. Und das war unsere Live-Übertragung von der Vesper von Papst Franziskus mit Priestern, Bischöfen, Ordensleuten und Seelsorgenden in der Kathedrale Notre-Dame von Quebec. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Bleiben Sie uns auch bei den kommenden noch zwei Live-Übertragungen, die wir haben werden, gewogen und treu. Alle Einzelheiten dazu finden Sie auf unserer Homepage radiovatikan.de. Herzliche Grüße an die Partnersender Radio und Fernsehen, die diese Live-Übertragung von Radio Vatikan übernommen haben. Und damit verabschiede ich mich sehr herzlich von Ihnen, am Mikrofon Stefan von Kempis. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.